So, hi. Ich kann den Segen, der auf euch liegt, spüren. Das ist eine Macht, die ich selbst seit vielen Jahren nicht mehr gefühlt habe. Ich soll euch Trost spenden. Almalexia behütet uns, sie verlässt sich darauf, dass ihr ihren Kindern beisteht. Ich verstehe. Ich hatte nicht bedacht, dass es ernstere Bedrohungen gibt als die Invasion des Bündnisses. Man würde meinen, ich sollte das doch wissen, denn schließlich ist Kalthafens verräterische Ader uns nur allzu gut bekannt. Was ist mit Sotasil? Sein Gesandter sagte mir, er wisse, dass ihr stark genug seid, um eure Aufgaben zu bestehen. Scham erfüllt mich. Ja. Die drei haben mehr Vertrauen in mich gezeigt, als ich in sie. Ich wage es kaum zu fragen, aber was ist mit Fürst Vivek? Er meinte, ihr solltet euch keine Gedanken über eure wahren Sorgen. Er wäre nicht mehr das, was er einst war, machen. Das kann ich bestätigen. Ich habe ihn gerettet. Habe ich das schon mal gesagt? Ich habe Vivek gerettet, sage ich mal nochmal, ne? Ja. So. Ja, ich hätte es wissen sollen. Vivek ist der raffinierteste der drei. Es ist wahr. Ich habe einem Dunmeer Rat erteilt, der an seinem Glauben zweifelte. Er erzählte mir, das Tribunal verliere an Kraft. Hatte dieser Dunkelelf irgendwelche Beweise dafür? Nur indirekt. Wir sehen jedes Jahr weniger von den dreien. Sie unternehmen nicht länger ihre alljährliche Pilgerreise zum Roten Berg auf Wardenfell und niemand weiß warum. Wie hieß es der? Es schien alles so überzeugend, als er es sagte. Er heißt Ravil Urano. Er ist seit Tagen nicht mehr zum Gebet gekommen. Er war so verzweifelt. Ich glaube, er hat sogar das Waschen aufgegeben. Als ich ihn das letzte Mal sah, stank er schrecklich. Wie frische Eingeweide. Das ist sehr seltsam. Kombiniere. Die Bestien um die Schreine herum wurden von aufgehäuften Eingeweiden angelockt. Was? War ich solch ein Narr? Ja, schon. Ich habe aus den fadenscheinigsten Gründen an meinem Glauben gezweifelt. Und so auch in anderen Zweifel gesät. Übel, oder? Ich habe viel zu tun, um diesen Fehler wieder gut zu machen. Ja, dann mach mal. Ich wünschte, ich wüsste, warum Ravil Uranos Worte des Zweifels so überzeugend waren. Das finden wir heraus. Überzeugt die Dunkelelfen. Ach, das ist das. Okay, ich verstehe. Gut, dann. Ja, hallo? Och, komm jetzt. Ja. Kurze Aufnahmepause, weil ich glaube, ich flieg raus. Okay, da bin ich wieder. Es war irgendwie ein anderer Fehler, aber egal. So, erstmal überzeugen wir dann noch die hier. Sprecht mit der Haus dort rein? Nein. Überzeugt die Argonia ist mir da lieber. Die ist nämlich genau da drin. Das wird auch. Ja, ja, ist ja gut. Hui. Das macht komische Geräusche. Tach. So, jetzt erzählt ihr mir wieder was von ihrer Zunge und ihren Zähnen und was. Ich liege mit euch ja, nicht. Ja. Er stirbt. Gesund war er nie. Wir sind schließlich nicht in der Schwarzmarsch. Tja. Und deshalb ist er über die letzten Wochen verdorrt. Wir haben erfahren, dass Haus Dres ihn vergiftet. Es reicht ihnen nicht, dass sie uns über Generationen als Sklaven hielten. Jetzt wollen sie uns auch noch unsere Herzen herausschneiden. Wie kann ich helfen? Das Einzige, was wir tun können, ist ihn zu düngen. Wir benutzen Krabbenfleisch, das in Aschenschilf gewickelt wurde. Beides findet man hier in diesem Viertel recht oft. Wir haben auch Wachen um den Baum aufgestellt, um die Dunmeer fernzuhalten. Ich kümmere mich. Wenn ihr uns helfen wollt, sammelt die Gegenstände, um die ich gebeten habe. Aschenschilf wächst in den gezeigten Becken in unserem Viertel. Und Schlammkrabben leben an der naheliegenden Küste. Sammelt erklären? Ein paar Exemplare von beidem und legt sie an die Wurzeln unseres Hists. Willst du uns jetzt wirklich erklären, was Schlammkrabben sind, ja? Einige von unserem Volk haben gehört, wie ein Dunkelelf mit anderen seiner Art
gesprochen hat. Mhm. Er fragte sie, ob sie gesehen hätten, wie die Drees zu unserem Hist gerudert sind. In ihrem Boot hat er Krüge voller Gift gesehen. Ja, ja. Das ist nicht schwer zu glauben. Wer war das? Ravil Urano. Meine Leute belauschten ihn in der Herberge. Er war betrunken und redete viel zu laut. Doch keiner sprach ihn direkt an. Es ist nie klug, als Argonia einen Dunkelelfen zu reizen. Insbesondere in jüngster Zeit. Wir sind hier sehr fern von Schwarzmarsch. Mhm. Es klingt dann so, als ob keine der Argonia die Drees, das Boot oder das Gift tatsächlich gesehen haben. Nein, aber es ist nicht schwer zu glauben, oder? Mhm. Die Drees halten uns für kaum mehr als Tiere. Ach komm. Doch der Pakt hat uns befreit. Was sie nicht versklaven können, das zerstören sie. Warum? Für die Drees waren die Argonia nie mehr als unzivilisierte Wilde. Wir mussten zivilisiert werden. Und das taten sie, indem sie uns als Sklaven auf den Plantagen und in den Minen arbeiten ließen. Doch genug davon. Nun sitzen wir ja neben ihnen im Rat. Genau. So. Jo, da haben wir ja den Täter. Den haben wir schon länger. Das ist unser Endgegner. Mhm. So, wir sammeln Schilf. Schlammgrabe. Das ist nicht stark, ne? Jo. So, wo ist noch mehr Schilf? Da ist Schilf. Okay, noch mehr Schilf. Da sehe ich ein Kräbbelchen. Wow. Ich habe anhand einer Schlammkrabbe habe ich einen Punkt für die... Ah, ist egal. So, noch einen? Ja. Halt! Was habt ihr da? Hä? Niemand darf sich dem Histbaum nähern. Besonders keine Fremden, die behaupten, uns helfen zu wollen. Wir haben gerade einen Dunkelelfen erwischt, der den Baum vergiften wollte. Aber ich habe doch nur die Zutaten, die ihr gebeten habt. Eure Worte riechen gut, aber die Wahrheit liegt im Geschmack. Wollen wir mal sehen, was ihr da habt? Nur Krabbenfleisch und Aschenschilf. Ja. Ich zeige euch die Schuppen der Entschuldigung. Während ihr fort wart, haben wir einen Dunkelelfen gefangen, der unseren Hist entweihte. Bitte setzt den von euch gesammelten Dünger am Fuß unseres Hists ein. Solange ich bei euch bin, werden euch die Wachen durchlassen. Wen habt ihr gefallen? Eine unserer Wachen eskortiert ihn zu meiner Hütte. Er scheint halb verrückt zu sein. Er hat unserem Baum etwas angetan. Das ist spannend. Und anscheinend stammt er aus dem Haus Drees. Okay, gehen wir zum Baum. Das ist da. Lass diesen durch. Es ist vollbracht. Trefft mich in meiner Hütte. Ja. Warum eigentlich? So, ich renne jetzt an ihr vorbei. Hab sie überholt, ihr habt es gesehen. Und sie ist nicht an mir vorbeigekommen. Und jetzt steht sie da. Schürt nicht meinen Zorn. Offenbar haben wir Beweise dafür, dass die Drees versuchen, unseren Baum zu ermorden. Das ist der Dunkelelf, den ihr erwähnt habt? Während ihr Fleisch von Schlammkrabben und Schilf sammeln wart, erwischten ihn die Wachen, als er versuchte, unserem Hist zu schaden. Wir bekommen nicht mehr aus ihm heraus, als seinen Namen und sein Haus. Die Gerüchte scheinen wahr zu sein. Das Haus Drees versucht, unseren Hist zu töten. Was hat er damit getan? Er kratzte an der Rinde unseres Baumes und leckte daran. Als die Wachen nach ihm riefen, ließ er eine leere Flasche fallen. Doch jetzt ist er sehr krank.
Die Wahrheit ist so klar wie Massas Antlitz. Lasst mich mit ihm sprechen. Tut, was ihr wollt, aber sein Geist kocht. Seine Worte huschen umher wie eine Schlammkrabbe in der Pfanne. Von ihm werdet ihr kein Nass erhalten können. Es steht alles in Verbindung. Sie sind alle miteinander verbunden. Sie verbergen es vor uns. Aber jetzt habe ich es durchschaut. Was hat der Mist angetan? Was ich mit ihm gemacht habe? Was hat er mit mir gemacht? Ich sehe, ich fühle, ich bin wach. Ich habe ihn berührt. Er roch nach Blumen und schwarzer Erde. Er schmeckte wie Regen und Sommerwind und das tiefste Grün. Er hat dran geleckt. Er sagte mir, der Saft des Baums wäre besser als jedes Koma. Und er hatte recht. Er sagte mir schon, dass die Argonia wütend werden könnten. Denkt ihr, sie sind wütend? Mhm. Ich finde, sie sehen immer böse aus. Das liegt an diesen Zähnen. Was war in der Flasche? Er gab mir die Flasche. Meinte, sie wäre für den Baum. Ich dachte, es wäre Skoma. Ich habe es probiert. War aber schlecht. Also habe ich es an eine Echse verfüttert. Ist ja auch nicht bekommen, ist gestorben. Die Flasche ist kaputt. Wie soll ich sie denn jetzt mit Harz füllen? Jemand hat euch dazu ermutigt. Moment mal, ich trinke mal einen Schluck. Ich habe ja. Jemand hat euch dazu ermutigt? Wer? Ich habe ihn vorher nie gesehen. Mhm. Ich bettelte ihn um ein paar Münzen an, um mir mehr Skoma zu kaufen. Es war ein Dunmer. Jemand nannte ihn Bravil? Wevil? Wabayak? Bravil. So hieß er. Aber Wabajak? Moment. Bravil? Ravil Urano behauptet, er hätte gesehen, wie das Haus Dres unseren Histbaum vergiftet hat. Dann hat er dieser baumleckenden Verschwendung von Fleisch eine Flasche gegeben. Ich rieche Wurmdreck. Jemand hat uns zum Narren gehalten. Und ich glaube inzwischen nicht mehr, dass es das Haus Dres war. Sehr schön. Nummer 2. Und jetzt? Ja. Überzeugt die Nord. Wir überzeugen die Nord. Ich meine, Nord war ja selbst mal einer. Upsa. Sorry. Er hat den Pakt. Was bringt euch auf diesen von allen Göttern verlassenen Misthaufen voller Dunkelelfen? Das Bier in diesem Land taugt nur für die Schweine. Zum Glück haben wir unser eigenes mitgebracht. Haben die Elfen euch um Hilfe gebeten, das Bündnis zurückzuschlagen? Pah! Nach Sovngarde mit ihnen! Wurde ihr gebeten, im Kampf gegen die Soldaten des Bündnisses zu helfen? Jawohl. Die Milchtrinker sind im Westen an Land gegangen bei diesem großen gelben Baumding. Jetzt bekommen die Dres Muffenshausen. Oh, bitte rettet uns, große, starke Nord. Ein feiner Haufen, alle miteinander. Die denken doch, die Nord sind nur dazu da, Elfenärsche zu retten. Was, wenn die Soldaten eben erst angreifen? Nur her mit ihnen. Wir schleichen uns nicht wie Skeva aus einem Kampf. Werden wir angegriffen, kämpfen wir. Ich wette, ihr seid der Meinung, wir sollten für den Rest des Paktes kämpfen. In Ordnung. Beweist, dass er noch Rückgrat besitzt. Mal sehen, ob ihr drei meiner Männer besiegen könnt. Und tut es auf die nordische Art. Das wäre? Wir kämpfen im Suff. Wir haben ein Fass von feinem, starkem Met aus Riften hier. Gießt euch einen Krug ein und ran an den Speck. Okay. So. Thank you.
Ich habe mich wegen des Geldes dafür gemeldet, diese Wagen zu bewachen. Und ich nehme auch nur für Wachdienste Geld. Verstanden? Kämpft gegen mich oder seid ihr zu betrunken, um einen Hieb auszuweichen? Ihr könntet mich nur schlagen, wenn ich ganz und gar nüchtern wäre. Aber das bin ich nicht. Seid nicht schüchtern. Alles klar, ihr habt mich erwischt. Ich gebe es zu, ihr seid nicht schlecht. Achso, ja, hier. Bist du ein Sturmroller? Der Stammroller. Einige der Jungs raspeln gerne Süßholz mit den Elfenmädchen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wenn ich die sind so winzig. An denen ist doch nichts dran. Ich sehe, verstehe es, aber ich muss alles. Das wird nicht lange dauern. Ja, komm. Das ist ein bisschen unter schon, ja. Nun, ihr seid zäher, als ihr ausseht. Besiegt ein Holzverarbeiter. Ich will es immer nur Mädels. Einen schönen Tag wünsche ich. Was wollt ihr trinken? Können wir mit einem Ex Sucht ihr etwa nach einer Herausforderung? Bei Shores Knochen. Und ich dachte schon, heute wäre ein langweiliger Tag. Ich bin wieder nüchtern, Scheiße. Versucht, einen anständigen Kampf zu liefern. Naja. Was passen dir? Du rennst weg, hör mal auf. Wow, ganz ruhig, Säbelzahnkatze. Trinken wir lieber noch einen. Achso, ich muss wieder... Ich muss es betrunken machen. Nee, ich will nicht. Nein. Das ist doch ein Wort. Bringt einen für mich mit. Was? So. Schwarzdornmet. Ja? Hey. Das ist doch ein Wort. Gehst du mal weg? Ja, so. Jetzt muss ich nochmal zu der Holzfrau. Ups. Oh, das ist gut. Also, jetzt nochmal. Einen schönen Tag wünsche ich. Sucht ihr etwa? Komm, versucht, einen anständigen Kampf zu liefern. Bum, bum, bum. Auf jetzt. Wow, ganz ruhig, Säbelzahnkatze. Trinken wir lieber noch einen. Ah, ja, klar, ein Stück. Boah, alles, ich vertrage diese Scheiße. Egal. Nun, ihr seid gar nicht so übel, das muss ich zugeben. Und, ne, werdet ihr kämpfen, um den Rest der Stadt zu verteidigen? Ich habe gesagt, ich mache es. Und mein Wort breche ich nie. Wollen wir hoffen, dass der Rest des Paktes kämpft wie ihr und nicht wie dieser milchtrinkende Urano? Den Urano, den brauche ich. Ravil Urano, dieser Dunkelelf, der vor euch hier war. Er wollte immer wieder unser Holz kaufen, damit wir die Stadt verlassen. Ich habe das wegen eines einzuhaltenden Vertrags ausgeschlagen. Da hat er mir dann sogar das Doppelte geboten. Niemand zahlt so viel für Holz. Nicht mal für gute Fichte aus Rift. Was für ein Skeever. Warum? Wollte er? Keine Ahnung. Habe ich nicht gefragt. Seine Geschichte stank wie Fisch von letzter Woche. Bei der ganzen Verhandlung hat er ständig nach einer Lücke gesucht, durch die er sich zwängen kann. Die Jungs haben ihn dann mit ein paar leichten Schlägen auf den Hinterkopf verjagt. Seitdem ist er nicht wiedergekommen. Das ist krass. Hallo. Genau. Es liegt an Dingen wie diesen, dass wir im Elfenland unter uns bleiben. Und am schlechten Essen. Ihr habt jedenfalls recht. Sagt diesem schicken Otral, dass wir kämpfen werden. Schaut doch irgendwann mal wieder vorbei und trinkt mit uns. Wie gesagt, ich war selber Nord, bevor ich mich umoperieren habe lassen. Ja, so. Ein wenig Sport. Ist abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zum Chef. Und wir haben einen Täter. Schon lange. Und hier so viele Quests.
questen, Quest tun. Hallalu. Könnt ihr nicht sehen, dass ich wütend. Steht es jetzt besser um unsere Siedlung? Ganz eben, er ist bereit, die Stadt zu verteidigen. Das ist eine große Erleichterung. Mhm. Gut gemacht. Die Truppen des Bündnisses haben ihr Lager im Westen nicht verlassen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Untätigkeit sie zum Handeln ermutigt. Ein Dunkelelf namens Ravil Urano war jedes Mal irgendwie beteiligt. Ich kenne diesen Mäher nicht. Warum sollte er für so viel Unruhe sorgen? Vielleicht ist er ein Agent von Cheogorath. Das kann sein, ja. Was für ein unschöner Gedanke. Der Dädra des Chaos ist schlimmer als eine einfache Armee des Bündnisses. Könnt ihr mir auch weiterhin helfen? Soll ich diesem Cheogorath hinter die Löffelchen hauen? Ravil muss ein Haus in der Stadt haben. Ich möchte, dass ihr es findet und ihn beobachtet. Ich würde selbst gern nachschauen, aber ich bin mir sicher, dass er mich erkennen würde. Also muss ich einen Zauber auf euch wirken. Was für ein Zauber? Die Gemeinen würden es Wahrsagerei nennen, doch ich stehe über solch primitivem Aberglauben. Dieser Spruch wird mir erlauben, zu sehen und zu hören, was ihr seht und hört. Zudem werde ich auch mit euch sprechen können. Ja, los dann. Sucht nach Ravils Haus. Ich vermute, es liegt auf der westlichen Seite der Stadt. Das machen wir noch, da sind wir für heute fertig. Ihr solltet mich jetzt hören können. Jo, in Dolby Surround. Super. Westen? Westen. Da ist er. Folgen wir ihm. Verschwindet, Brigant! Ach komm. Ja? Da ist er. Folgen wir ihm. Sag mal, du willst mich doch verarschen. Da ist er. Folgen wir ihm. Mal. Da ist er. Folgen wir ihm. Warten. Hey, Ravil! Heute keine Eingeweide. Der Tempel hat den Handel damit verboten. Still, Narr! Ich habe euch für eure Diskretion bezahlt. Erinnert ihr euch? Seht mal, es ist der feine Typ, der in unserem Lager war. Hey, du feines Ding. In letzter Zeit in irgendwelche Schwerter gefallen? Wir sollen den Dunmer nicht helfen? Ha, als ob ein Nord je auf einen Kampf verzichten würde. Das ist jetzt echt fies, oder? Oh Mann. Ich wollte es doch kurz machen. Ich mache nicht noch eine Folge heute.
Der Betrunkene hielt sich an euren Rat, Silberzunge. Jetzt bereut er es. Das war nur leeres Geschwätz, Freund. Zu schade. Ich versichere euch, dass ich nichts damit zu tun hatte. Er ist in diesen Schuppen gegangen. Warten wir, bis er wieder rauskommt. Er ist raus. Das ging schnell. Versucht, in diesen Schuppen zu kommen. Okay. Ein Verständigungszauber. Sehen wir nach, wen Ravil kontaktiert hat. Oh, was jetzt, Ravil? Ihr seid also der Störenfried, der Ravils gesamtes Werk zunichte gemacht hat. Ja. Was für eine Verschwendung meiner Zeit. Richtig. Zwei Skampen, ist das ernst? Jetzt muss ich aber nicht mehr. Diese Frau trug eine Uniform des Bündnisses. Ravil muss für den Feind arbeiten. Natürlich. Sucht sein Haus auf und schaut nach, was ihr herausfinden könnt. Ich schicke meine Wachen. Jo. Was macht ihr hier? Ich glaube, ich bring dich um. Mich bekommt ihr nicht. Cornela hat mir Tränke gegeben. Okay, und zurück, die Quest abgeben und dann schauen wir mal weiter. Lebendig hätte er uns vielleicht noch irgendetwas genutzt, aber es ist genauso gut, ihn tot zu sehen. Die Ritualgegenstände im Schuppen an den Docks und seine Besitztümer könnten uns mehr verraten. Eben. Okay, danke. Das war's? Ich dachte, da kommt jetzt mehr. Na ja, gut. Aha. Noch was? Gut. Dann war's das jetzt mal für heute und beim nächsten Mal geht's weiter in Steinfälle, genauer gesagt in Ebenerzwald. Da war ja noch eine Menge schwarz.